Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Weihrauch. Ich bin Verkaufstrainer für Empathie. Aber heute geht es nicht ums Verkaufen oder Vertrieb mit Empathie. Heute geht es um meine persönliche Krise. Meine persönliche Krise war ein Burnout mit Selbstmordgedanken vor einigen Jahren, wo ich einen Facebook-Post veröffentlicht habe, wo der auch viral ging, wo ich sehr viele Nachrichten bekommen habe, was los wäre, warum, weshalb, das darfst du nicht und so weiter. Der ging so viral, dass die Polizei auch an meiner Haustür stand, dass ich auch ein ausführliches Gespräch mit einer bekannten Person geführt habe. Und mit dieser bekannten Person habe ich dann einen Weg gefunden, der mir gesagt hat, such dir professionelle Hilfe. Der Psychiater hilft dir, den Weg neu zu gestalten und neu zu gehen. Du musst da rauskommen, du musst ein anderer Mensch bin. Du bist eigentlich ein sehr positiver Mensch, sehr selbstbewusster Mensch, aber das, was du gerade gemacht hast, ist nicht gut, auch für das Image und für dein Karma. Deshalb lösch diesen Post und geh zu einem Psychiater. Ich habe diese Hilfe angenommen. Ich habe mein komplettes altes Facebook-Profil gelöscht. Es gibt es nicht mehr. Ich habe alles neu aufgebaut und ein komplettes neues Image aufgebaut. Mit meinem Psychiater einen Weg gefunden, wie ich da rausgekommen bin. War ein steiniger Weg. Mir wurden Steine hinten weggelegt, aber das ist immer so, wenn man Erfolg hat, kriegt man Steine in den Weg gelegt und lass dich nicht unterkriegen, denn ich sag dir, wenn ich das schaffe, schaffst du es auch. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch viel Erfolg, dein Michael.